Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen sind. Sumpfpilze. Und davon gibt es hier massig. Oh, was haben wir hier? Ist wieder so ein Schrein oder was? Nö. Gar nichts. Warte mal, das interessiert mich aber. Wir gucken mal ganz kurz, was es damit auf sich hat. Boah. Hey, die hat es richtig in sich hier, ne, die Spinne. Das war knapp. Das, ach so, ich hab gerade, das wäre ein Säbelzahntiger. Ein etwas kleingeratener. Oh, alles voller Nebel hier. Verlassene Hütte entdeckt. Oh, hier ist alles voller Blut. Schlüssel erforderlich. Okay, das ist wahrscheinlich für eine Quest, ne? So, da müssen wir lang. Oh, das sind zwei Spinnen. Da gehe ich mal lieber einen großen Bogen drum. Da mache ich lieber einen großen Bogen drum, so. Wer bist du? War direkt tot. Aua. Ach du Scheiße, da kommen die Spinnen. Nein, ich habe nicht auf meine Energie geachtet. Ach Mist, ey. So ein Mist aber auch. Oh nein, jetzt sind wir... Echt, müssen wir so weit jetzt hier wieder gehen? Ja, Tatsache. Frechheit. Na komm. Gehen wir hier hin. Diesmal gehen wir ohne Umweg. Diesmal machen wir keinen Umweg. So, jetzt müssen wir mal gucken, hier lang müssen wir.
Schauen wir uns das doch mal an hier. Safe. Ist ja mega nice. Wieder diese Todesblumen, ne? Todesglockenblumen, so. Die sind gut. Ah, das ist eine Dungeon, Freunde. Geil, geil, geil. Oh, was ist denn das hier? Einbalsamierungswerkzeug? Ne, das brauchen wir nicht. Oh, was ist denn das hier? Ah ja. So, so. Okay, let's go, Freunde. Wir gehen da mal rein in die gute Stube. Aber... mit Pfeil und Bogen, bitte. Ich habe die Befürchtung, dass hier eine Falle ist. Safe ist das hier eine Falle. Da ist doch schon die Druckplatte. Da ist schon die Druckplatte. Abenteurer. Ja, das nehmen wir mit. Oh, hier müssen wir, brauchen wir wieder so eine Kralle. Eine Elfenbeinklaue. Nehmen wir auch alles mit. Gewicht 4, ist egal. Nehmen wir auch mit. Okay, jetzt wird es ein bisschen kniffelig. Die Tür müsste aufgehen, ne? Gucken wir mal. Ah ja, das ist auch für eine Quest hier. Ganz genau, ja. Oh, der ist aber schon verkohlt worden hier. Oh, wen haben wir hier? Nicht mit mir, mein Freund. Den Bogen kann er behalten. Der ist nicht wert. So, jetzt müssen wir uns hier mal ganz genau umgucken. Oh, hier ist eine Kette. Ah, wahrscheinlich um das Tor hier zu schließen, oder? Ja. Oh, hier.
Wir sind der Ninja hier. Schalten alle lautlos aus hier. Oh, fuck. Oh, oh. Zweifacher Schaden. Leute, wir haben hier eine ganze Kompanie gerade ausgeschaltet, ne? Aber das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ja, die orkischen Pfeile, die machen es, ne? Die machen den Unterschied. Einunddreißig, ja. Ach, guckt mal. Die Tür ist automatisch runtergegangen gerade. Warum schimmert das hier so lila? Ist das Gift oder was? Silberhalskette, orkischer Pfeil. Oh, hier geht's lang. Ah ja. Das burnt hier dann, ne? Ah ja, ich verstehe. Boah. Oder sollen wir mal gucken, was da unten ist? Na komm, wir schauen mal. Vielleicht ist da unten irgendwie was versteckt oder so. Oh. Nein. Ah. Na komm schon. Ach, ich komme da jetzt gar nicht mehr weg, doch. Irgendwie muss das doch gehen, oder? Hä? Come on. Nee, shit, ey. Nein. Dabei wollte ich doch nur gucken. Aber warte mal, irgendwie muss es muss hier so irgendwas muss es hier geben. Ah, da. Hier ist der Griff. Was passiert jetzt? Was? Ich schließe mich hier selber ein. Nein. Um Gottes Willen. Ey, hier ist gar nichts. Hallo, Julia. Nee. Okay, jetzt muss ich mich mal ganz kurz heilen hier. Hm. Okay, wir benutzen mal lieber den Pfeil und Bogen. Wie geht's? Wie steht's? Wie, du hast den ganzen Tag gepennt. Boah, was ist das? Ach ja, hier waren wir ja, ne? Sind wir hier quasi von oben gekommen? Ah ja, okay. Da muss auch mal sein, ne? Ich hab... Also seitdem ich operiert worden bin... Habe ich nur gepennt. Ich habe nichts anderes gemacht. Sport kann ich... Da ist es doch. Geil, wir haben die Elfenbeinklaue. Sport kann ich dir empfehlen. Wenn du Sport machst, hast du wirklich einen regelmäßigen Schlafrhythmus wieder. So mache ich das immer. Sport ist die beste Medizin. Boah, den haben sie richtig fertig gemacht, hier den Typen. Ey. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal eine Schriftrolle parat. Was hast du heute gemacht? Bücher. Wo sind die Bücher hier? Hier.
abgeschlossen. Erforsche die Legende von Guldur. Finde die Bruchstücke des Amuletts. Bla bla bla. Ah, geil. Ich muss die ganzen Bruchstücke jetzt finden. Das hat uns sehr weitergeholfen. Er war es heute schon fleißig, ne? Haben wir hier noch was? Nee. Ja, du musst... Oh, oh. Da ist noch was. Ich habe das auch. Also wenn ich Schlafprobleme habe, Sport. Geil. Zack. Sport ist die beste Medizin für alles. Für Körper und Seele. Kann ich nur weiterempfehlen. Oder generell sich bewegen, draußen ein bisschen was unternehmen und so. Ich war heute auch mal kurz draußen und bin eine kleine Runde spazieren gegangen, obwohl ich eh mal verletzt bin. Aber ich brauche das ab und zu mal. Echt nicht? Kann ich irgendwie gar nicht verstehen. Sport ist eigentlich so zum Auspowern und zur Müdigkeit, wenn ich richtig schön auspower, ist perfekt. Okay, warte mal. Jetzt haben wir hier... Blub, schauen wir mal. Dämmerwacht. Nö. Das war... Töte die Bestie. Verbotene Legende, ne? Ja, das ist das. Wo bist du denn runtergefahren? Ah, es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt wieder zurückgehen können, ne? Das kann natürlich auch sein. Da war ja noch was. So, wir heben aber hier so die Pfeile sowieso. Pfeile können wir gar nicht genug haben. Oh, wer bist denn du? Nein, zwischen die Beine. Das gibt's doch nicht. Jawohl. Ah, das sind diesen kaputt, die Bücher. Ah ja, hier ist auch noch einer. Nee. Der ist tot. Was hast du denn bestellt? Eine Freundin war heute, genau. Schau, eine Freundin war heute hier bei mir. Hat Krankenbesuch gemacht. Ach was, echt jetzt, ja? Den neuen Peach? Oh, shit. Oh Gott sei Dank, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, sehr schön. Habe ich noch gar nicht gesehen. Hast du online bestellt? Oh, hier ist eine Schatztruhe, die muss ich aber haben. Oh, warte. Hier ist eine Falle. Ah, hier ist wieder eine Falle. Das sind aber auch Schweine hier, ne? Fallenauslöser. Ah, ich muss die Falle präparieren. Boah, jetzt aber. Geil. Feuerresistenz. Der wird bestimmt gut schmecken. Rolle der geißenden Untoten. Boah, der ist richtig viel wert hier. Lecker funny, ey. Also Red Bull sowieso immer geil. Red Bull geht immer. Oh, wer bist denn du? Nee, kann ich nichts machen. Hebel. Ah, das ist wieder so ein Rätsel hier, ne? Da müssen wir mal gucken. So. Nicht schlecht. Ich habe heute, wie gesagt, den größten Teil geschlafen. Dann hat eine Freundin mich besucht. Sind wir ein bisschen spazieren gegangen, haben ein bisschen geschnackt.
Da habe ich erzählt, wie sehr ich mich wieder freue, wieder Sport zu machen. Aber es dauert noch ein paar, ja, noch eine Woche oder so. Ich denke mal nächste Woche, übernächste Woche eher. Nicht nächste, sondern übernächste. Dann gehe ich auch wieder zum Sport. Ich muss endlich mal wieder raus unter Leuten, ey. Das ist echt blöd, wenn du hier den ganzen Tag nur in der Bude sitzt und gar nichts machen kannst. Also nicht, dass mich das jetzt stören würde oder so. Ich streame hier und bin beschäftigt, aber Sport fehlt mir trotzdem. Okay, die beiden gehen also nicht. Die beiden müssen hoch. So. Und hier. Okay, dann machen wir es anders. So. Ah, Sesam, öffne dich. Also, für meine YouTube-Freunde, falls ihr hier seid, ein hoch, ein runter, ein hoch, ein runter. Also ich muss hier irgendwo auf jeden Fall ein geheimes Fragment finden hier. Also, was haben wir denn hier? Einbalsamierungswerkzeug. Hier ist alles eingestürzt, wa? Boah. Der ist tot. Nee, hat er überlebt. Jetzt ist er tot. Ey, warte mal. Der hat überlebt. Schweinerei. Na komm, ein bisschen was nehmen wir mit. Hier geht es anscheinend weiter. Tatsächlich. Aber wir gehen mal ganz kurz hier hoch. Vielleicht ist da hier noch eine Schatzkiste oder so. Ne. Schade. Oha, die hab ich gar nicht gesehen. Die müssen wir aber mal erschießen hier, ne? Zack. One Hit. Auch tot. Ist sie nicht aktuell momentan? Die Kostümquest? Oder sind wir schon voll? Nö, die würde ich dann weitermachen. Ich habe die letztens nur aktualisiert vor, ich glaube, 2 Wochen oder so. Müsste eigentlich aktuell sein. Oh, dann muss ich das nochmal machen. Gut, dass du Bescheid gegeben hast. Muss ich nur aktivieren dann, ja. Was ist denn das hier? Ah. Ist ja gut, ist ja gut. Ich könnte schwören, die hätten wir, die wäre aktiviert. Aber nee, stimmt. Stimmt, hast du recht, ja. Was ist denn das hier für ein Hebel? Ah, geil. Oh, wer ist er? Der ist ein bisschen stärker. Oh, der kann auch zaubern hier. Zack. Jetzt nicht mehr. Ja, wenn die Zeit abläuft, ne? Ja. Ne, aktiviere ich wieder. Dass wir da die Kanalpunkte sammeln können. Ich glaube, wir sind eh fast voll, ne? Ich glaube, ich mache das einfach wieder. Ich mache einen Tag fix. Ich gucke aber noch vorher nochmal. Mache einen Tag fix und dann, mache ich einen Tag wieder im Kostüm. Ach so, jetzt können wir hier. Ah ja. Kann man das hier umsetzen, ne? Hier auch? Nö. Geht's da runter? Tatsächlich. Hier geht's runter. Prozent noch? Ja, komm, die machen wir normal voll. Machen wir die normal voll, würde ich sagen. Und dann,
Autsch. Komm schon, win, win. Guck mal, der läuft weg. Der läuft eiskalt weg von mir. Wo ist er hin? Der ist um sein Leben gelaufen, habe ich noch nie gesehen. Das haben die aber neu eingebaut. 100%. Nicht schlecht. Okay, was ist das denn hier? Ach, das sind die Gemächer, ne? Von den Zweien. So, und ich glaube, das hier, das dient uns als Hinweis. Das müssten wir, ich glaube, hier eingeben, ne? Kann das sein? Oh, jetzt ist das wieder runter. Okay, das muss ich mir kurz merken. Also, Schlange, Delfin, Vogel. Schlange, Delfin, Vogel. Schlange, Delfin, Vogel. Okay. Also, Schlange, Delfin, Vogel. Und jetzt? Boah, krass. Das ist ja krass. Oha. Nicht schlecht. Also, Schlange, Delfin, Vogel. Vielleicht von der anderen Seite. Das kann natürlich auch sein. Probieren wir es mal von hier. Schlange, Delfin und Vogel. Tut sich auch nichts, ne? Ich muss doch bestimmt hier irgendeinen Schalter drücken, oder? Nee. Hä? Ja, bin ich deppert? Was muss ich denn da machen? Wahrscheinlich gar nichts, wa? Warte mal. Irgendwas müssen wir hier machen. Ist das hier etwa? Nee. Ah, hier. Shit. Das hatten wir ja schon. Okay, müssen wir nochmal machen. Muss nochmal hier rein. Das hat auf jeden Fall was auf sich. Ach so, ich muss dann hier rein, ja? Hier ist wahrscheinlich ein Schalter. Nee. Hier ist gar nichts. Schweinerei. Also Schlange, Delfin, Vogel. Schlange, Delfin, Vogel. Dann sollte das hier unten wahrscheinlich aufgehen hier. Schlange, Delfin, Vogel. Okay, wir versuchen es nochmal. Irgendwas haben wir übersehen. 100%. Also Schlange, Delfin und Vogel. Also hier hat sich jetzt nichts getan. Was habe ich übersehen? Ah, vielleicht dann den Schalter drücken? Nee. Okay, machen wir es nochmal anders. Machen wir von der Seite. Schlange. Delfin. Und der Vogel. Dann drücken wir den Hebel nochmal. Ne, auch nicht. Okay, dann gibt es noch eine Möglichkeit. Ja, okay, eigentlich noch zwei, aber.
Also Schlange. Ach, ich weiß, woran es liegt. Ich muss das genauso. Aber spiegelverkehrt wahrscheinlich, ne? Warte mal. Na komm, ich heb das mal auf hier. So. So, hier ist es wahrscheinlich. Ne, ist auch scheißegal. Also Delfvogel, Delfin und eine Schlange. Okay, machen wir es mal so rum. Vogel, Delfin, Schlange. Vogel, Delfin, Schlange ist schon. Jetzt ist irgendwas aufgegangen. Also Schlange, Vogel, noch eine Schlange. Ne. Ist gar nichts aufgegangen hier. Hä? Ich glaube, wir können hier auch gar nichts machen, ne? Schlange, Delfin, Vogel. Machen wir Vogel. Delfin. Und Schlange. Okay, machen wir was anders. Schlange, Delfin, Vogel. Machen wir Vogel. Oh, Delfin. Und jetzt eine Schlange. Nee. Ja, dann keine Ahnung. Dann weiß ich das nicht. Gut, wir gehen mal trotzdem wieder zurück. Wir haben ja schließlich die Dings bekommen. Die Pranke. Und mit der Pranke können wir ja rein theoretisch. Ganz zu Anfang war ja noch ein Schalter damit, ne? Vielleicht müssen wir den zuerst betätigen. Das kann sehr gut möglich sein. Wir gucken uns mal hier mal um. So, hier war es nicht. Genau, den haben wir benutzt, ne? Oder? Ah ja, okay, dann müssen wir den nochmal benutzen. So. Es kann auch gut möglich sein, dass der Code auf der Rückseite ist. Aber das schauen wir uns gleich in Ruhe an. Ich will erstmal kurz zurückgehen, um zu gucken, was da jetzt genau war. Oh. So. Insofern ich den Schalter nochmal finde. Aber irgendwo hier muss er sein. Hier sind auch wieder Zeichen, aber jede Menge Zeichen. Holla die Waldfee. Oh. Ah, hier. Das meine ich doch. Zack. Jawohl. Ich wusste doch, dass es hier weitergeht. Oh, hier ist aber leider nur eine Truhe. Aber besser als nichts, ne? Ah, schade. Na, das gibt's doch gar nicht. Naja. Ausbeutung hält sich in Grenzen. Das war dumm, ne? Ach, vielleicht hat das hier mit was auf sich. Kann es das vielleicht sein? Nee, hier ist eine Säule, zwei Säulen. Drei, vier. Vier Säulen. Also wir hatten einmal die Schlange.
Dann den Delfin. Dann der Vogel. Und hier, keine Ahnung. Hier ist aber auch nichts, ne? Da müssen wir nochmal reingehen. Ach, Mist. Krieg ich den Feuerball ab. Oder warte mal. Vielleicht ist der Code ja hier. Da waren ja gerade drei fest, ne? Warte mal. Das kann durchaus möglich sein, Freunde. Mal ganz kurz nochmal zurückgehen. So, das ist fest. Der nicht. Das sind drei Stück, ne? Ganz genau. Okay. Wir gucken mal. Also, Schlange, Vogel, Delfin. Nee. Schlange, Vogel und wieder Schlange und dann Delfin. Ah, das ist der Code hier. 44. Okay, warte mal. Die Schlange, dann hier der Vogel, hier der Delfin. Delfin und hier, was kommt hier nochmal hin? Schlange, Vogel, Schlange, Delfin. Mal kurz rumdrehen. Schlange, Vogel, Schlange und Delfin. Ah, dann vielleicht andersrum. Also, Schlange, Vogel. Schlange, Delfin. Auch nicht, wa? Schlange, Vogel, Schlange, Delfin. Ich meine, die Tür ist ja so oder so schon auf, ne? Was soll da noch passieren? Aber ich glaube, da passiert hier irgendwas. Irgendwas passiert hier auf jeden Fall. Ich hasse sowas. Ne. Wir gehen erstmal hier rein. Achso, vielleicht sollte ich mal hier die Quest aktualisieren. Geht auch nichts. Also wir haben hier noch zwei Rätsel zu machen. Müssen wir mal gucken. Das sieht schon komisch aus, wenn ich das hier das so ab, das Headset. Aber seht es mir nach, so ist es bequemer, als wenn es auf die Ohren liegt. Okay. Also, nochmal zurück zum Geschehen. Der Ansatz war ja nicht verkehrt. So, hier waren wir schon, ne? Ah. Wir haben hier fast aufgespießt. Da haben wir auch alles. Ne, da geht's weiter, okay. Was? Ne, hier gang... Ja, genau, okay, hier geht's weiter. Gut, gut. Es macht den Anschein, dass wir hier irgendwas betätigen müssen.
Okay, wir schauen uns das nochmal nebenan an. Vogel, Delfin, Schlange. Dass das damit was auf sich hat, ich weiß es nicht. Vogel, Delfin, Schlange. Vogel, Delfin, Schlange. Ich mach's mal anders. Schlange, Delfin, Vogel. Ach, ich bin ein Idiot. Warum gucke ich denn nicht gleich? Also, Questgegenstände, Bücher, sonstiges, Elfenbeinklaue. Na. Wir haben, was ist das denn hier? Vogel, Vogel. So ein kleiner Drache hier, oder was? Also zwei Vögel auf jeden Fall. Mysteriöse Sachen passieren hier. Hier ist aber auch kein Hinweis, ne? Normalerweise ist doch immer ein Hinweis hier. Also mir kommt es so vor, als ob ich irgendwas übersehen hätte. Komm, wir müssen uns das nochmal angucken. Ne. Ach so, ne, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also Schlange, Delfin, Vogel, ne? So. Dann machen wir das mal. Vielleicht müssen wir... Ah ja, okay, das macht Sinn, ne? Nochmal kurz schauen. Schlange, Delfin, Vogel. Okay. Schlange, Delfin, Vogel. Schlange. Delfin. Vogel. Und jetzt drücken wir mal die Taste. Aber ich glaube, das hatten wir schon, ne? Ha! Freunde, ich hab's. Also, Schlange, also so wie es nebenan steht quasi. Alter, darauf muss man erstmal kommen. Aua. Autsch, autsch, autsch.
Schade. Ich hab's ja nicht mehr erwischt. Jawohl. Den habe ich die volle Breitseite gegeben. Irgendwas vibriert hier. Was ist denn das hier? Aha. Ist hier irgendwas versteckt? Nö. Okay, da pirschen wir uns mal langsam, aber sicher nach vorne hier. Haha, die eine Spinne habe ich doch noch erwischt. Was sind das hier? Stahlkettenpanzerhemd? Boah, Gewicht 35. Bist du denn verrückt? Das ist mir ein bisschen zu schwer. Oh. Fuck, wir werden angegriffen. Aber kein Problem. Aua. Kannst dich direkt wieder hinlegen. Alter Schwede, die kommen ja überall. Jetzt aber. Jetzt haben wir es, ne? Und schubsidups geht wieder das Licht an. Die orkischen Pfeile, die sind echt nice, Freunde. Ah ja, das haben wir ja gerade eben gesehen, ne? Wir wissen ja jetzt, was das ist. Wir schauen aber sicherheitshalber trotzdem nochmal kurz drauf. Also, Elfenbein. Das ist ein kleiner Drache und zweimal Vogel. Ja, der kleine Drache. Und zweimal der Vogel. So. Simsalabim. Sesam, öffne dich. Dreck mit Bolzen in der Rückhand. Man weiß nie, was hinter der Tür lauert hier. Ah. Okay, alles easy. Nichts passiert. Zwei Goldstücke. Frechheit. Verbranntes Buch. Stahlschwert. Oh, das ist die Krypta, Freunde. Jetzt geht's los. Pelzarmschienen. Oh, hier scheint aber der Fürst zu sein, ne? Boah. So wie ich gesagt habe, hier ist der Fürst. Das hat gerumst. Okay, wir schalten die nacheinander aus, Freunde. Der erste ist weg. Der zweite ist weg. Oh, fuck. Ich liebe sowas, ne? Also mit Zauber würde ich euch dringend abraten. Also ich weiß es nicht, ob es man machen kann. Wahrscheinlich schon irgendwie.
Aber ich traue mich das hier nicht mit Zauber einfach reinzugehen. Mal gucken. So. Ich würde sagen, wir erledigen erstmal seinen Kompagnon hier, der hier wie Falschgeld rumläuft. Hilfe. Mikrul Guldason. Den gilt es jetzt auszuschalten. Aber wir brauchen ein Ablenkungsmanöver. Yep. Jackpot. Neue Stufe. Sollen wir es mal probieren? Mit Magicka einfach rein? Besser nicht, ne? Gucken wir mal. Erfordert 40, ne. Was haben wir hier? Passt genau. Brauchen wir 30 für. Schleichen. Ja, das geht. 30% schwerer. Lautlose Bewegung. Haben wir, ne? Ne, haben wir noch nicht. Das Geräusch, das Rüstung verursacht, ist um 50% leiser. Blattschuss. Das ist eigentlich da, wo wir hinwollen, ne? Dreifacher Schaden. 40. Tja. Die Qual der Wahl. Ne, komm. Wir wollen den dreifachen Schuss. Was kommt danach eigentlich? Meuchelklinge. Druckplattenschalter. Stille. Ah ja. Ja, Blattschuss ist natürlich geil, ne? Schleichangriffe mit Bögen. Das ist eigentlich das, was wir haben wollen. Na komm, müssen wir hin. Brauchen wir jetzt eigentlich zwar nicht. Mit sechsfachen Schaden mit einer Waffe, aber um an den dreifachen Schaden ranzukommen, müssen wir das in Kauf nehmen. Shit, das wollte ich gar nicht. Ich wollte ihn gar nicht treffen. Ich wollte eigentlich den dahinter treffen. Okay, Ruhe bewahren, Freunde. Bisher läuft es sehr gut, muss ich sagen. Ich bin überlegen, ob wir einfach mal mit Magie, weißt du? Aber ich glaube, wenn wir da reingehen, der gibt uns einen Hieb, sind wir tot. Das ist so meine Befürchtung. Ah. Der lässt aber auch nicht locker, ne? Der lässt nicht locker. Ah, fuck. Komm, wir probieren es einfach mal. Ich will es jetzt mal wissen. Frostbiss und Heilung. Ah, dauert schon lange, ne? Seht ihr. Oh, fuck. Aua, aua. Das tat weh. Ich würde sagen, wir heilen uns jetzt hier nochmal ganz kurz. Oh nein, jetzt haben wir die ganze Gruppe hier am Arsch, ey. Das wollte ich eigentlich nicht.
Aber wir haben Gott sei Dank noch ein bisschen Energy. Ah, Mist. Das hätte ich besser woanders reingehämmert, ey. Ah, Mist, 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 Mist. Ah, ah. Okay, jetzt müssen wir strategisch vorgehen. Wir haben keine Zaubertränke mehr. Das bedeutet, wir müssen safe auf jeden Fall hier die Waffe nehmen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Der ist schon mal fast tot. Er ist fast tot. Er ist tot. Okay, nochmal schnell einen Trank hinterher. Oh, das wird ein knappes Teil. Das wird sehr knapp. Komm, 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 komm. Ah, noch ein, noch ein, noch ein. Lauf doch nicht weg. Wohin läuft der? Ey, bleib hier. Jawohl. Hingerichtet und er an der Tür kleben geblieben. Geil. Fragment von Galdos Amulett haben wir bekommen. Sehr schön. Abgeschlossen. Das wollten wir, das brauchen wir nämlich. Versiegelungsformel. Oh, hier ist seine Waffe. Seine Waffe nehmen wir safe mit. Auch wenn die nichts wert ist. Ist eigentlich crap, die Waffe. Aber geil gemacht, ja. Nicht schlecht. Mahlzeit. So, jetzt gucken wir mal hier. Was haben wir hier? Bekleidung. Was haben wir? Was haben wir? Fragment. Ah, genau. Die brauchen wir ja, ne? Der hat aber noch so ein Schriftstück hinterlassen. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Bücher. Bücher. Was war das hier? Da, Versiegelungsformel. Gebunden seid ihr, Mikrul, Mörder und Verräter, verdammt durch euren Frevel gegen Fürst und Reich. Vergesst Namen und Taten in Land eurer Väter und eure Magie, unsere Schutzzauber weich. ist ein Gag, ja, ist ein Gag. Die wird dann, wenn ich umziehe, hinter mir stehen. Die Puppe. Soll nur ein Gag sein. Ja, geil, jetzt haben wir das hier auf jeden Fall erledigt bekommen. Jetzt müssen wir mal gucken. Nee, das haben wir. Ah, es war echt eine knappe Sache, ne? Hätten wir fast nicht geschafft. Und das sagt uns auf jeden Fall, wir sollen besser einfach nur schleichen. Magie hat jetzt nicht so reingehauen. Na, schauen wir mal. Ja, die würde dann hinter mir stehen quasi, die Puppe. Sobald ich umgezogen bin. Ah, guck mal, wir haben hier zweimal, ja? Das ist interessant. Oh, ich höre die Stimmen der Drachen. Warte mal, da müssen wir jetzt gleich nochmal kurz gucken. Gehen erstmal hier rein. Aber hier ist nichts, ne? Doch, ein Sack voller Gold. 33. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Warte mal, ich habe irgendwas vergessen hier. Ich höre die ganze Zeit die Drachenstimmen. Hier sind auf jeden Fall noch geheime Zeichen. Wo sind die denn? Ach, die ist vielleicht hier auf der Seite, ne? Das kann natürlich sein. Wir probieren das mal aus. Ja, jetzt wird's lauter. Die Stimme der Drachen. Leinentuch. Boah, geil. Hier ist erstmal eine fette Truhe. Oh, endlich Heiltränke. Yes, Jackpot. Zauber der Tarnung nehmen wir auch mit. Was haben wir hier? Nehmen wir auch alles mit. So, wo sind denn hier die Stimmen? Ah, hier. Ich stehe direkt davor. Geil. Her mit dem... Der geheime Schrift hier. Wort der Macht gelernt. Frost, Frostatem. Das müssen wir natürlich direkt ausprobieren. Wie war das nochmal? Magie, ne? Schreie. Frostatem. Sammle Drachenseelen, um Schrei zu erlernen. Nein, mir fehlt die Drachenseele. Fuck. Okay, schade. Ja, müssen wir einen Drachen töten. Wenn es nur das ist. Es sind ja auch so einfach, die Drachen hier.
Na gut. Nehmen wir. Folguntour. Jetzt haben wir ja alles, ne? Ja. Gucken wir mal hier. Das ist die Krypta. Ach, hier. Ah, ein geheimer Sarg hier. Geil. Aber wo ist die Türe? Sarkophagdeckel. Haha.